Hi und willkommen zu einem neuen Video. Das ist jetzt einfach mal ein Probevideo. Ein Probevideo so. Weil ich einfach mal gucken wollte, ob das jetzt sehr laggt oder ob es geht. Und ja, deswegen machen wir jetzt einfach mal eine kleine Mission. Ich sage euch jetzt schon, das wird nicht funktionieren. Da ich noch nicht so begabt darin bin. Aber ja, vielleicht kriegt man auch halt so einen kleinen Einblick in das Spiel, ne? Ist ja auch schon mal was. Ja, die ganzen Tipps kenne ich ja schon. Ja, mal schauen, ne? Wahrscheinlich bekomme ich jetzt so eine richtig schwierige. Ah. Vorräte, ja, das ist nicht mal so schlimm. Soll das jetzt ein Witz sein? Direkt gleich mal ein Seher erwischt. Ja, natürlich. Warum nicht? Hau ab. Also die Seher sind eigentlich die schlimmeren Gegner. Und die sehen, wie halt der Name sagt, sie sehen dich. Und haben dich dann halt leicht im Visier und schnappen dich auch relativ schnell. Dann gibt es noch die Wendler, Wandler heißen die eigentlich. Die hören halt nichts. Das wäre jetzt wie hier vorne eine. Ups, ich will nichts werfen. An der kannst du vorbeigrouchen und die merkt es eigentlich nicht, außer du bist direkt bei ihr. Oder du stehst halt auf und läufst oder gibst halt irgendein Geräusch von dir so. Dann wird die auch auf dich aufmerksam. Aber ansonsten kannst du die halt leicht austricksen. Naja, auf jeden Fall. Ja, das ist auch okay, das ist ein Wendler. Ich dachte gerade schon, das sind Seher, weil die so aussehen. Aber die hat ein Tuch über dem Kopf, also alles gut. So, jetzt müssen wir mal gucken. Da hinten fährt oder fliegt eine Drohne. Da darf man jetzt auch nicht hin. Aber ich muss auf jeden Fall in das Haus. Und wenn ich nicht gleich möchte, dass die Gestalt auf mich aufmerksam wird, sollte ich erstmal gucken, dass ich anders ins Haus komme. Meistens dann, deswegen habe ich den Kletterhaken dabei. Oder Greifhaken besser gesagt. Schauen wir hier. Im Moment höre ich nichts. Das kann ich schnell ändern. Da sieht man, wo die Drohne fliegt. Ist richtig blöd, leuchtet die jetzt rein, wenn ich da bin. Aber sieht ganz gut aus. So. Die muss ich jetzt mitnehmen, weil ich jetzt die Schilder dann aufstellen muss. Ich bin gerade am Überlegen. Muss eigentlich jetzt nicht mehr oben raus. Aber in der Hauptstraße ist halt immer so viel los. So, dann gucken wir mal. Hier geht es dann runter in den Keller. Was? Ach du blödes Ding, ey. Ich habe gar nicht gemerkt, dass die mich im Visier hatte. Ups. Ja gut. Kann mal passieren, ne? Ja, wie ihr jetzt gesehen habt, die gibt dann so einen Piepton von sich. Wechselt von grün auf gelb und dann relativ schnell auf rot. Und wenn es auf rot ist, bist du halt. Ja. Bist du halt in der Falle, sagen wir es mal so, weil dann kommen alle auf dich zugerannt. Das ist nur eine normale Falle. Kann man ganz leicht ausschalten, wenn man gebückt hinläuft. So. Ich muss eigentlich nicht in das Haus, aber ich finde es halt irgendwie sicherer, wenn ich erstmal hier gucke, wie es mit den Gegnern aussieht. Ja, da vorne ist jetzt so eine Falle. Ja, da muss man aufpassen.
nicht nur, dass die dich direkt verrät, sondern auch, dass die einen relativ schrillen, oder die, ja, die verrät dich, indem sie einen schrillen Ton von sich gibt. Und sie schockt dich damit zum Elektroschocker. Und das ist halt echt doof, weil du bist dann in dem Moment halt echt gefangen. Wieso war das klar, dass die... Oh, das ist kein Seher. Aber die bemerkt mich. Das glaubst du wohl selber nicht. Das ist so manchmal echt... die nicht zu verstehende Logik von dem Spiel. Ich höre ganz genau, dass hier unten jemand läuft. Solange es nur ein Wendler ist, ist alles gut. So, dann gucken wir mal. Ich musste mich an das andere Haus. Und das ist übrigens immer ein Vorteil, wenn ihr nicht die Tür nimmt, sondern lieber hier drauf springt. Und ich muss nämlich jetzt in das Haus und dann noch die Vorräte von da holen. Also solche Schilder sind das besser gesagt. Und die muss ich dann aufstellen. Das macht immer einen halben Lärm, was dann halt echt gefährlich werden kann. Jetzt gucken wir mal, ob hier ein Fenster offen ist. Natürlich nicht. Da hinten ist die Drohne. Ah doch. Ach, verdammt. Ich dachte, das eine Fenster ist offen. Ah, das sind die hier draußen. Nee, doch. Ah, sehr gut. Und immer Bonusmaterial aufsammeln, wenn ihr das könnt. Ach nee, die brauche ich für nachher, verdammt. Ja, das ist die nächste Aufgabe. Doch, die ist im Haus. Aber wenn ich jetzt ganz viel Glück habe, was ich in den meisten Fällen nicht habe. Jetzt kann ich langsam hier rein. Schilder nehmen. Und aufpassen, dass man natürlich nicht erwischt wird. So, und jetzt werdet ihr gleich merken, wie laut das tatsächlich ist. Quiet. Ja, vor allem, die Spielerin ist ja dann halt quiet. Also leise, aber es funktioniert nicht. Du kannst es nicht leise machen. Ja. So, jetzt gucken wir mal weiter. Ein Schild haben wir gemacht. Also ich weiß nicht, was es bringt, aber ich schalte die halt doch lieber aus, bevor noch irgendwas passiert. Und dieses Haus ist sowas von hinterhältig manchmal. Wenn du das Schild nämlich aufbaust, kommt meistens aus der Tür einer. Aber ich wurde... fuck. Das Problem ist, diese Personen krabbeln die auch mit aufs Dach. Hier musst du dann ganz schön aufpassen. Ja, ich bin noch nicht so geübt in dem Spiel. Ich sehe, dass jetzt hier wieder diese blöde Drohne ist. Da ist eine Falle. Da sollte ich nicht runtergehen. Ja. Immer so das Tolle, wenn du... Das meinte ich. Die verfolgen dich überall hin. Aber das Tolle an diesen Wendlern ist, dass sie dich meistens nicht so realisieren. Ich habe keine Ahnung, wo die gerade ist.
Und natürlich kommt die nächste hier rein. Sicher. So schief geht. Du siehst mich nicht. Puh. Das hat auch immer so das Tolle. Aber ich wollte es unbedingt mal ausprobieren, ob ich da Schaden kriege oder nicht, wenn ich darauf land. Und ich kriege keinen Schaden. Das ist schön. Bei den Thron immer aufpassen. Ich hatte das so oft, dass ich von diesem Thron erwischt wurde. Vor allem hier ist eine und da hinten ist eine. Sind es mal wieder zwei. Gut. So. Jetzt wird's interessant. Vor allem zwei Schilder. Warum zwei Schilder in einem Haus? Muss man das verstehen? Das Problem ist, die kommen gerade in meine Richtung. Nö, ich war das nicht. Alles gut. So. Puh. Also klar, du kannst hier auch rumrennen und alles. Aber ja, ich schleich lieber. Nennt mich ruhig Angststraße, aber das ist halt viel sicherer. Du hast genug Probleme, wenn du nachher runter musst. Weil wenn ich das jetzt schaffe, muss ich in den Untergrund. Und dann wird's richtig witzig. So, der geht rein, der kommt raus. Gehst du auch rein? Komm, geh rein. Geh rein. Perfekt. So. Vor allem, der ist schon im Haus. Aber er bemerkt es, dass ich da ein Schild reinhau. Natürlich. Und da oben ist jetzt ein Seher. Das ist jetzt ich. Blöd. Die leuchten nämlich schon anders. Als ob! Die hätte mich gar nicht sehen müssen. Ja. Und jetzt heißt es eigentlich um die Wette rennen. Aber. Mein Gott. Das Tolle ist, wenn du jetzt in diesem Haus bist, wo du einfach nicht weiterkommst. Und nun? Ha, jetzt hast du zwei Wendler neben dir. So, das ist halt immer so dieses Blöde an diesem Spiel. Du bist so schnell einfach in der Falle drin, so. Also mein Glück ist, dass die Serie noch nicht da ist. Fuck. Warum geht das jetzt nicht? Danke. Also nun mal so, das Spiel spielt man eigentlich mit mehreren. Aber die zwei, mit denen ich das immer spiele, sind gerade nicht da. Da vorne, das ist die Serin. Diese blöde Serin hat mich schon mal verraten, ey. Oh. Ich weiß schon, dass ich sehr gut werfen kann. Das wird sehr interessant. Nicht.
Oh. Was ist los? Das schaffe ich eigentlich nie. So. Also wenn ihr alleine spielt, kann ich euch empfehlen, nehmt euch bloß einen Greifhaken mit. So Armbrust und so, schön und gut. Das ist natürlich super, wenn du gefangen bist. Aber... Moment, jetzt muss ich kurz überlegen. Das ist übrigens die Seherin da. Oder Seher, ich weiß nicht, ob es jetzt er oder sie ist. Uns verraten hat. Jetzt muss ich echt überlegen, wie ich runterspringe, dass es nicht so laut ist. Und dass ich mich am besten nicht verletze. Nein, das war's schon mal nicht. Und bloß nicht abstürzen. Aber wenn man etwas kreativ ist und etwas Glück hat. Aber warum? Ach, Leute, jetzt mal ganz ehrlich, warum muss diese Scheiß-Serie jetzt da unten stehen? Die hat mich schneller im Visier, als ich gucken kann. Scheiß drauf. Hey, look at us. Who cares? Good. And now we Ja, die Schaumkanister, die ich. Oder wo ich schon ein paar hab. Also ich sage jetzt nicht, dass das Spiel mir keinen Spaß macht. Sonst würde ich es nicht spielen. Aber es ist halt schon schwierig. Vor allem allein. Und da bloß nicht reinlaufen. Manchmal frage ich mich schon, was die Wendler überhaupt hören. Es war eigentlich laut. So, jetzt müssen wir gucken. Die Tür ist wahrscheinlich abgeschlossen, natürlich. Und ich habe keinen Dietrich. So, da oben ist offen, okay. Das ist wieder so eine richtig tiefe Stimme. Also ich muss in das Haus, das weiß ich jetzt schon. So. Wir müssen jetzt runter. So. Hey, that part's done. But now what? Yeah, it's witz witzig. Yeah, it's witz witzig. Yes. Oops. Fallen mit Schaum besprüht. Warum habe ich schon 6 Fallen? Hä? Als ob. Ob die jetzt auch zählen. Es ist nicht eigentlich so, dass die nur die Fallen zählen, die rot leuchten. Oh, ich bin in meinem Aufzug. Und deswegen verstehe ich nicht, warum ich jetzt schon 6 von 10 habe. Aber gut. Oh. Ja, gut.
so lame. Love this. Just loving this. The darkness, the dirt, and cold. It's like an evil spa. Und wir sind jetzt in der unterirdischen Einrichtung von denen. Und das ist wieder so typisch, ey. Und denkt nicht, die sind langsam. Die sind schneller als hier, wenn ihr kriegt. Verarsch mich! Sorry. Die Falle war da gerade noch nicht. Try it again. Und Dietrich. Hallo. So. Und ich merke an, ich muss hoch. Warum? Ich verstehe es nicht, warum ich jetzt hoch muss. Eigentlich musst du die immer unten. Hä? Haben die jetzt Mitleid mit mir irgendwie? Ja. Wahnsinn. Ich muss wirklich. Ich muss hoch. Was ist, ich bin jetzt umsonst hier runter. Och Mann, Leute. Und ja. So eigentlich. Musst du die Fallen im Untergrund besprühen. Aber das Spiel sagt dir das ja nicht. So. Sorry. Ich denke immer, da läuft jemand dabei, bin ich das? Ich muss nur noch die eine Falle besprühen. Ich wäre jetzt noch happy, wenn ich irgendwie einen Verband hätte. Dann hätte ich auch eine Überlebenschance. Aber das wäre ja zu schön. Bei der Falle werde ich jetzt auch Schaum schmeißen. Aber natürlich ist die im Garten. Lauf einfach weg. Ich mach dir nichts, du machst mir nichts. Das ist doch ein guter Deal. Ja. HQ says we're partway there. Wenn alles klappt, überlebe ich die Mission. Weil. Das, was ich halt jetzt gar nicht machen darf, ist, dass mich ein Seher erwischt oder ich losrenne, wenn ich es nicht muss.
Also wenn ich hier rennen würde, wird der da drüben schon reagieren. Deswegen, don't do that. In diesem Spiel kriegst du wirklich Wahnvorstellungen. Du denkst die ganze Zeit, da ist jemand. Oder auch, ja. Och, leck mich doch am Arsch, wieso war das klar? Ich bin so nah dran, du kannst mich jetzt nicht fangen. Kiss es. Scheiße. Oh. Ich krieg die Krise. Naja.